Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Es regnet in Minecraft, dem Let's Play, in dem man noch nicht mal durch die Wolke gucken kann. Was ist denn hier los? Oh, Junge. Das war so nicht geplant. Okay, das ist egal. Wir lassen uns da nicht von abbringen. Wir sind ja nicht aus Zucker gebaut, oder? Nein. Wir nicht. Ich vielleicht, aber ihr doch nicht. Lass uns schauen. Guck hier. Hey, Schildkekse. Total trocken. Naja, zumindest so lange du hier drunter bleibst, ne? Okay. Der Vorteil von diesem Skeffi-Geräusch ist, man hört den Regen nicht mehr. Ich sollte mir jetzt mehr Skeffis bauen, oder? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die Erfahrungen, die ich mit Skeffis gemacht habe. Was ist denn hier los? Kaum die Folge angefangen ist, schon hier Rudel angesagt oder was? Okay. Also, ich habe zwischen der letzten Folge und dieser Folge ein bisschen was da oben verbracht. Ich habe auch nicht geschlafen. Einfach durchgemacht. Durchgezogen. Ihr könnt euch vorstellen, ganz viele Dosen von diesem Retz. Komischen Zeug da durchgetrunken und jetzt bin ich voll gehypt hier. Nein, ich kann nicht mehr schlafen. Blödsinn. Oh, okay. Ich hoffe, wir kriegen diese drei Level noch zusammen. Wenn nicht. Creeper. Aufpassen. Nicht, dass die mich sehen. Können wir mal einmal richtig zuschlagen. Hau doch mal richtig drauf hier. Guck mal, wie viele XPs da zusammenkommen. Okay, ein paar waren es, aber wir brauchen noch nicht bis 33. Da fehlt noch was. Komm. Geht da noch was? Das meinst du jetzt nicht ernst? So ein paar Punkte noch. Nö. Ich meine, ich kann noch nicht mal sehen, ob es dunkel wird oder nicht dunkel wird, ob die Sonne aufgeht oder ob die Sonne untergeht, weil ich sehe die Sonne noch nicht mal. Wo ist sie denn? Also immer wenn man die Sonne braucht, ist sie nicht da, oder? Hier ist gut. Hier höre ich den Regen auch nicht. Ach Leute, jetzt nicht euer Ernst hier. Das ärgert mich jetzt schon ein wenig. So lange da drunter gewesen, hat dann hier... Das und das packe ich da wieder rein. Das brauche ich gerade nicht. Die Frage ist, ob wir uns jetzt auf den Weg machen zu der Rinderfarm. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da auf dem Weg dahin irgendwo ein paar Kornblumen gesehen habe. Nur für den Reminder, der es nicht mitbekommen haben sollte, wir brauchen Kornblumen für dunkelblaue Farbe. Wir wollen noch eine Statue für Mickey bauen, ne? So war der Plan. Ich kann ja noch nicht sagen, wann ich das mache. Warte. Rückwärts fahren, sonst sind die Seerosen gleich kaputt. Irgendwie war das früher mit dem Bootfahren einfacher. Da konnte man einfach mit der Maus steuern. Warum muss das jetzt mit der Tastatur sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Also manchmal werden in so einem Update von Minecraft auch Dinge verschlimmbessert, oder? Ich bin jetzt nicht unbedingt die Fraktion, die sagt, oh, früher war alles besser. Aber manchmal schon. Oh. Okay, pass auf. Hier sind ein paar Löcher in der Erde. Da wolltest du jetzt nicht wirklich reinspringen. Nein, das brauchen wir auch gar nicht. Oh, Killerhuhn von links. Schwarzes Schaf von rechts. Gefährliche Gegend. Ganz, ganz gefährliche Gegend hier. Hast du ein Loch in der Erde? Ich lauf doch richtig, oder? Oh, nee, du läufst total falsch, Kekser. Das hier läuft manchmal nicht ganz richtig, oder? Das darfst du mir jetzt auch nicht sagen. Tut mir auch weh. Und. Es sind Kornblumen. Kann man die vermehren? Natürlich nicht. Aber pflücken kann man sie. Okay. Pass auf, aber dann kann ich vielleicht neue pflanzen. Ich weiß jetzt nicht ernst, oder? Ich pflücke Kornblumen und pflanze gelbe Blumen. Ernsthaft jetzt? Ja, da war einer dazwischen. Aber wie viel muss ich da machen? Da muss ich ja hektarweise hier anpflanzen. Das will doch keiner. Da ist wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele brauche ich überhaupt? 12 Stück habe ich schon. Vielleicht noch irgendwo einen übersehen, bin ich an irgendeiner vielleicht vorbeigelaufen. Wir können ja einfach mal hier stumpf wo ein bisschen draufhauen. Oh, da war wieder einer.
Aber dazwischen nicht, ne? Also so und rote Blume sogar. Wie geht's eigentlich meinen Nachbarn? Ich bin schon lange nicht mehr bei denen gewesen, oder? Soll ich da mal wieder hingehen? Nein! Hat da jemand Nein gesagt? Nö, ne? Nö, hier sagt keiner Nein. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen. Warte. Achtung, da war wieder eine Kornblume zwischen. Hat eigentlich irgendjemand mal in den Wetterbericht geguckt? Kann mir jemand sagen, wann dieses Gerumsel an Regen da aufhört? Oh, da war noch. Guck, da hast du den Doppel gesehen. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt einfach der Rest der Folge weitermachen will. Ich bin sicher, oder? Dieses hohe Gras macht mich aggressiv! Es muss weg hier! Ja, da guckst du. Pass auf, dass du nicht weg musst. Was denn? Chill doch mal, Kekser. Guck dir, erfreu dich doch mal der blauen Blumen hier. Das Wetter zieht mich runter. Das macht mich depressiv. Was denn jetzt? Bist du jetzt aggressiv oder depressiv? Ich bin jetzt Agro-Depi. Depri-Agro. Oder so ähnlich. Oder irgendwas dazwischen. Ja, Kekser, da kann man ja auch nicht helfen, oder? Nee, nicht wirklich. Pass auf. Also Willi hätte seine helle Freude daran. So viele schöne Blumen, wie ich hier pflanze. Jetzt gehen wir mal langsam darüber. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Ich Trottel. Ich laufe jetzt hier rüber und habe das Halsband für Loki Kito vergessen. Ja, ist halt so. Gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Wie heißt es so schön? Dumm geboren, nichts dazugelernt. Habe ich jetzt noch? 4 habe ich noch. 3 habe ich noch. 2 habe ich noch. Die machen wir jetzt noch eben zu Ende. Und da noch ein. Und dann ist Feierabend hier. Okay. Jetzt mal eben zur Rinderfarm. Denk dran, Kekser, du hast keinen Infinity-Bogen. Du solltest dich also jetzt freundlich verhalten gegenüber deinen Nachbarn. Nö. Ich bin immer freundlich. Die fangen ja meistens an vorbei. Guck mal. Gar keiner da. Wo sind die? Sind die vermilchreis? Oder machen die ein Unterseeboot zu? Könnte natürlich hier sein. Man weiß es nicht so genau. Wo sind unsere Hundis? Hallo, seid ihr noch da? Besser wäre das. Okay. Da ist schon einer der Nachbarn. Bin ich da? Ja, ha. Boomer, komm mit rein. Nein, Boomer, nicht angreifen. Warte, das übernehme ich jetzt. Das war meine Schuld, da muss ich für gerade stehen. Was, hast du meine Kuh getötet? Oh, Habe ich Boomer geschlagen? Nein, ne? Ich hoffe nicht. Jetzt ist er entboomert. Warte. Nein, er ist immer noch Boomer. Immer noch unser Boomer. Man sollte vielleicht auch nicht mit dem... Oh, warte. Dann ist er hier. Loki Kito, weil er hat keinen Namen. Und da ist... hier, der ist der Hund von anderen. Hey, Nederlandse Hund. Ja, den nehmen wir jetzt mit rein. Kommt rein. Mensch, ihr könnt ja nicht hier draußen bleiben. Kommt hier. Mach doch nicht die ganze Hütte nass. Oh, Mann. Das mit dem Reinkommen hast du nicht verstanden, oder? Bewahrt. Nein, natürlich der Nederlandse. Davon an. Und die anderen gehen auch wieder. Ich hatte eigentlich gedacht, ihr bleibt alle hier drin. Okay. Nee, das ist von anderen. So, wo sind die anderen jetzt? Uma, Loki Kito. Kommt ihr bitte rein. Bei dem Wetter kannst du keinen Hund vor die Tür schicken. Hier, reinkommen. Habe ich einen Knochen dabei? Natürlich habe ich keinen Knochen dabei. Pass auf. So. Jetzt mal eben die Tür offen. Jetzt reinkommen. Ja. Hinsetzen. Jetzt. Loki fehlt noch, ne? Aber du hast das nicht verstanden. Das da ist die Türe. Das nicht. Das ist eine Wand. Das ist die Türe. Wieso steht jetzt bei dir der Name? Boomer. Hä? Ich dachte, Boomer wäre schon drin. Nein, das ist Loki Kito. Oh, Mann. So, jetzt.
kann das sein, dass ihr mich absichtlich irgendwie ärgern wollt? Ich gehe jetzt rein, das ist mir zu doof. So. Da ist er ja. Endlich. Setz dich, setz dich. Sitz! Platz! Oh. Yeah. Da ist was zu essen drin. Ja, das lassen wir mal eben drin. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir da oben ein Bett stehen haben. Hatte ich da ein Bett stehen? Ich habe hier sogar tatsächlich ein Bett stehen. Ich kann mich hinlegen und das Wetter hört denn nicht auf. Hoffe ich zumindest. Und? Ja, ja, Gott sei Dank. Mein Gott. Okay, so, wie sieht's aus? Habe ich was zu essen? Weil natürlich habe ich was zu essen, aber ich habe doch gerade gesehen, dass ich ganz viel zu essen habe. Lauf, ihr mögt doch ein Steak, oder? Ihr seht so aus, wenn ihr ein Steak mögt. Da, du magst auch ein Steak. Boom. Oh, man mag auch ein Steak. Endkalk hier. Oh, von anderen. Du magst gar kein Steak, ne? Ja, ich ha even noch ein Frikandel haben. Wacht even. Wo haben wir denn eine Frikandel spezial? Nee, nicht spezial. Zwiebeln ist für die Hunde nichts. Komm, du guck nicht hin. Du nimmst jetzt auch ein Steak. Okay. Kann ich das da wieder jetzt hin tun? Nee, das kann ich nicht da hin tun. Ja, dann nehme ich. Die lasse ich da hin. Für die anderen. Oh, das ist von einem armen. Warte. Halt nochmal. Ja. Dann kann ja das Rindfleisch hier auch direkt gebrutzelt werden. So, unheilvolles Banner. Das will doch keiner haben hier. Habe ich hier irgendwo eine Kiste, wo ich das hintun kann? Ja, das. Guck mal, da kann ich das hintun. Habe ich hier eigentlich sonst noch irgendwas, was ich für meine. Das ist okay. Für die andere Welt brauchen kann. Wolle habe ich. Die Regale sind richtig leer hier. Ja klar, die sind auch nur zur Deko. Sieht aufgeräumter aus als in unserem anderen Lager, oder? Soll ich das mal so sagen? Warte mal eben. Haben wir denn hier das Bäume? Was hast du getan, Keks? Ich hab die Uhr verstellt. So. Davon habe ich ganz viel, aber ich habe den Weizen. So, wo packe ich das denn? Weizen selber habe ich jetzt gar nicht so viel hier. Ich hätte gerne noch ein bisschen Weizen. Ja, dann ernte doch. Guck mal. Guck. Da, seit Wochen steht das da rum und wird nicht geerntet. Naja, das sieht jetzt so nicht aus. Ich glaube, da ich nicht in diesem Schank war, ist es auch nicht so wirklich gewachsen, oder? Ich würde ganz gerne die Herde ein bisschen verbreiten. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder?